Ja, willkommen zu einem neuen Video des JavaFX-Kurses. Heute geht es darum, wie wir die Mindestvoraussetzungen für JavaFX hier erfüllen in unserer IDE. Ich verwende hier Eclipse, ihr könnt auch jede andere IDE verwenden. Und ja, gut, ich mache mir hier mal ein Projekt. So, Java-Projekt, ganz normal. Und dem gebe ich einfach mal den Namen fx-demo. So. Und jetzt machen wir hier einige Tests. Und zwar machen wir hier eine Klasse, die nenne ich zum Beispiel mal main. Also so. Finish. Und jetzt müssen wir hier erstmal einige Sachen testen. Und zwar, erstmal was ich noch im letzten Video vergessen habe, es wäre nicht schlecht, wenn ihr Generics kennen würdet. Das ist ungefähr sowas hier. Das wäre absolut kein Fehler, wenn ihr das kennt oder wenn euch das vertraut ist. Und ja, ihr müsst zwingend eine Java-Version verwenden, die das unterstützt. Und ihr müsst auch die Voraussetzung mit eurer Java-Version erfüllen, dass ihr hier import javafx. application.application machen könnt. Das ist bei mir jetzt beispielsweise nicht der Fall. Und ja. Dann klicke ich hier einfach drauf und versuche das zu fixen. Da mache ich Rechtsklick auf das Projekt, dann Properties, Java Build Path und dann schaue ich hier einfach unter Libraries und dann JRE System Library auf Edit und dann suche ich halt eine raus, die das unterstützt. Dann nehme ich zum Beispiel mal das hier. Und dann ist hier keine Warnung mehr und wenn hier keine Warnung mehr ist, dann ist das gut. Also wenn ihr diese Klasse hier mal erstellt, diese Main-Klasse mit dem Import von JavaFX Application Application, dann und sie dann in eure IDE kopiert und die keinen Fehler anzeigt, dann wisst ihr, dass ihr von der Java-Version her alles richtig gemacht habt. Sonst müsst ihr da einfach nochmal nach einer neueren gucken, die das beides halt unterstützt. Gut, das war's dann wieder mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.